Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich trage jetzt ein paar Thesen vor, die einen Input für die Diskussion geben sollen. Und seit Moses macht man das ja immer in 10 Thesen. Dann wissen Sie auch immer, an welcher Stelle wir stehen. Und wir brechen auch nicht mit christlich-abendländischer Tradition. Punkt 1, Herr Legrand hat schon darauf hingewiesen, heißt einfach Vorbemerkung. Ich will nur sagen, dass ich nicht großfertige Ergebnisse liefern kann. Ich schaue sehr viel im Moment, ich stoppe Zeiten, ich überlege, welche Themen da sind. Ich denke vor allen Dingen nach über Themenwahl, Machart, Sendeplätze, über das, was man Agenda-Setting nennt, über die politische Wucht der Magazine Panorama, Monitor, Kontraste, Fakt, Report Mainz und München, alle in der ARD sowie Frontal 21 im ZDF und auch Spiegel TV in RTL. Mit so einem Thesen in einer so frühen Phase einer Studie verbinde ich hauptsächlich die Hoffnung, dass wir einfach ja, wechselseitig gemeinsam nachdenken über einige offene Fragen. Punkt 2. Mir scheint es nochmal wichtig zu betonen, was der Kern öffentlich-rechtlichen Fernsehens ist oder sein soll. Der Kern ist meines Erachtens, dass hier der Zuschauer als Bürger angesprochen werden soll und nicht als Konsument. Er ist also auch mit Politik zu konfrontieren, mit Fakten, die ihn informieren sollen und mit Meinungen in pluralistischer Vielfalt, die ihn zur eigenen Meinungsbildung anregen sollen. Das ist der Kernauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wenn die Senderverantwortlichen auf ihre Magazine verweisen, gebrauchen sie so Begriffe wie Beharrlichkeit, Mut, Ziel sei es, Missstände aufzudecken, Kritisches soll thematisiert werden und sie beteuern auch stolz, alles ist Qualitätsjournalismus. Dennoch hat man meines Erachtens nicht immer den Eindruck, dass diesen Magazinen auch die bestmögliche Pflege gewährt wird von den Senderverantwortlichen. Frontal fällt gerade in diesem Jahr relativ oft aus, nicht nur wenn im ZDF, sondern auch wenn nebenan Fußball läuft. RTL schiebt Spiegel TV gerne spät in die Nähe der Nacht. In der ARD gibt es jetzt 6 verschiedene Magazine mit halbstündigen Portionen an festen Sendeplätzen dienstags und donnerstags. Nach Sachsenklinik oder Hirschhausen Quiz erreicht man dann sozusagen den Gipfel oder vielleicht ist es im Gesamtprogramm auch nur noch ein Zipfel der Aufklärung. In der Regel muss man ganz schöne Strecken durch einlullendes Warten, bis man die Magazine erreicht. Heute zum Beispiel, Dienstag, ist ja auch so ein normaler Magazintag. Von jetzt dieser Stunde an sieht das Programm der ARD wie folgt aus. Nur damit Sie wissen, was Sie alles verpassen. Rote Rosen, Sturm der Liebe, Seehund Puma und Co., Hauptstadtrevier. Und weil heute DFB-Pokal ist, fällt Report natürlich aus. Also die These ist, ja, es ist nach wie vor so, die Politikmagazine gehören zum Tafelsilber, zum Kernauftrag öffentlich-rechtlichen Fernsehens, aber ein etwas handfesterer Gebrauch dieses Bestecks ist meines Erachtens denkbar. Punkt 3, damals und heute, Herr Legrand hat schon auf einige Punkte hingewiesen. Übrigens, beim Sichten antiquarischer Literatur ist es mir nochmal aufgefallen, vor 49 Jahren, genau gesagt am 1. Dezember 1965, waren es Rudolf Rohlinger und Klaus-Hinrich Kastorf, die Otto Brenner ins Kreuzfeuer nahmen. Herr Brenner sagte damals, und so endete damals das Gespräch, Sie wissen ja, dass ich unbequem bin. Panorama und Report gingen fast zeitgleich mit der Etablierung des Fernsehens als Massenmedium in die 60er Jahre auf Sendung. Sie wurden wie später dann auch Monitor, das etwas später gegründet wurde, zum Symbol eines neuen Journalismus, eines zeitkritischen Journalismus. Sie waren oft Zankapfel in einer großen Öffentlichkeit.
Die Medienwissenschaftlerin Christina von Hodenberg, die ein großes Panoramabuch über die Medien nach 45 geschrieben hat, resümiert: Die Themenauswahl und bissige Moderationstexte wurden auf Seiten der Regierung als Kampfansage begriffen. Panoramaskandale jagten einander, zahlreiche Moderatoren, Gerd von Paczensky, Rüdiger Proske, Eugen Koger und Joachim Fest, mussten mehr oder weniger freiwillig den Platz räumen. Wahnsinnig sind die damaligen Einschaltquoten. In einem Rowold-Bändchen schreibt der Panoramamacher Gerd Bott: Wir haben immer 21,5 Millionen Zuschauer. Es wurde damals ein bisschen hochgerechnet, die Haushalte. Überliefert sind aber die Marktanteile von 7 Sendungen aus dem Jahr 1964 von Panorama. Das waren 49, 72, 59, 53, 48, 44 und 54% aller Fernsehhaushalte. Also Wahnsinnszahlen. Damit kann man sich selbstverständlich nicht messen. Aber auch in den 80er Jahren, auch schon zu Beginn der Zeit, als das duale System etabliert war, sind Einschaltquoten von 8 Millionen Zuschauern gemessen worden. Es gab eine letzte große Studie in dieser Zeit der Gesamthochschule Siegen. Die haben die Quoten zusammengestellt. Es sind im Durchschnitt 8,09 Millionen Zuschauer gewesen. Wichtig ist aber das öffentliche Echo, das es damals gab. Klaus-Hinrich Castorf sagte: Jawohl, wir wollen diese Gesellschaft verändern. Wir wollen unsere Zuschauer ermutigen, die Zustände zu ändern. Es gab zum Beispiel in einer Panoramasendung zu Beginn der 80er Jahre innerhalb einer Sendung ein ganz heftiges Pro und Contra zu der damaligen Raketenstationierung SDI, diesem Weltraumsystem. Horst Hanow dagegen, Peter Steisch dafür. Franz Alt agitierte fast den Report für flächendeckenden Rapsanbau und Monitor schaffte es über Nacht nach einem Bericht über eklige Wurmlarven fast die gesamte deutsche Fischindustrie in den Ruin zu treiben. Wir möchten den Mächtigen unbequem sein, sagte Klaus Bettnarz, bevor er monoton überleitete unser nächstes Thema. Einmal war es der messerscharfe Nachweis, dass Finanzminister Theo Weigel die Ziehung der Lottozahlen manipuliere, um die Staatskasse zu sanieren. Satiren, die zu einem solchen Aufschrei führen wie damals, gibt es heute nicht mehr. Überhaupt ist natürlich alles anders. Es hat eine vollständige Umwälzung der Medienlandschaft, das ist klar. Heute ist es so, dass die Magazine etwa in so einem Quotenkorridor senden, dienstags zwischen 3 und 3,5 Millionen, donnerstags zwischen 2,5 und 3 Millionen, Spiegel TV hat so 1,5 Millionen. Ich glaube, der journalistische Höhepunkt von Spiegel TV war die Wendezeit, das ist auch etwas länger her. Die Themen entwickeln nicht mehr die frühere Durchschlagskraft. Die politischen Magazine prägen nicht mehr so sehr die politischen Diskurse und auch nicht die öffentliche Erregung. Man muss einfach konstatieren, sie sind vom Zentrum an die Peripherie gerutscht. Das hat, wie gesagt, mit dem Mediensystem zu tun, hat aber auch meines Erachtens sehr viel mit der politischen Verfassung unseres Landes zu tun. Damals waren es die letzten Schlachten des Kalten Krieges, die auch in innenpolitischen Polarisierungen nachhalten. Heute scheint die Politik multipolarer geworden zu sein, komplexer geworden zu sein. Insgesamt ist es ruhiger geworden im Land. Die Große Koalition führt im Moment auch nicht zu schärferen Protesten, sondern dämpft eher das politische Engagement. Man muss sich also hüten, ich selbst merke auch, dass ich dieser Versuchung immer erliege, sozusagen nur nostalgisch an die Politikmagazine heranzugehen. Wenn wir einen Bedeutungsverlust konstatieren, geht das sicher zu einem großen Teil auf diese äußeren Umstände. Dennoch müssen wir fragen, was tragen die Magazine selbst dazu bei, dass sie zwar noch ein einigermaßen respektables Stammpublikum haben, aber ihre Wirkung sich doch eher verengt als ausweitet. Punkt 4. Gibt es genug Wumms, könnte man drüber schreiben.
Thematisch sind die Politikmagazine durchaus so auf der Höhe der Zeit. Sie bieten das, worüber man spricht, die Beschaffungskrise bei der Bundeswehr, Flüchtlingselend, IS und wie der Nachwuchs in Deutschland rekrutiert, das kommt immer wieder vor. Da gibt es faktenreiche, bewegende Beiträge. Sie sind Bestandteil eines großen Medienpuzzles. Bei Ebola lautet der Vorwurf an die Verantwortlichen, diese handelten zu spät und zu wenig energisch, was im Großen und Ganzen aber auch auf die Berichterstattung darüber zutrifft. Bisher habe ich aus den letzten Wochen 63 Beiträge systematisch ausgewertet, nach Längen, Themen und so weiter. Da fällt mir auf, dass es einen deutlichen Vorsprung für den Themenbereich Gesundheit gibt. Es liegt mit Abstand vorne. Report Mainz nimmt in der Regel sogar in der Moderation dann Bezug auf die zuvor gelaufene Sachsenklinik. Dann sagt der Moderator, wenn doch alle unsere Ärzte so edel wären wie die gerade gesehenen. Und dann kommt der Skandal über Medizinthemen. Es folgen, natürlich durch die Zeit geschuldet, Beiträge zum Thema islamischer Terror, Bundeswehr, Umwelt und Wirtschaft. Umwelt auch deswegen so oft, weil die Magazine Monitor und Panorama sich gerade einen Kleinkrieg über Fracking liefern. Gleich viele Beiträge über Flüchtlinge und Verkehr folgen. Meine Frage ist einfach, ob hier die richtigen Prioritäten gesetzt werden. Nehmen nicht die Redaktionen vielleicht doch zu viel in Rücksicht auf die vermeintlichen Interessen ihrer meist älteren Zuschauer? Sind sie nicht doch etwas zu serviceorientiert? Selten gelingt es den Magazinen, eigene Themen zu setzen und damit richtig durchzudringen. Ich habe auch den Eindruck, dass Zukunftsthemen immer noch kaum thematisiert werden. Ich meine das nicht futuristisch, nicht im Sinne von Science Fiction, sondern auch nicht in dem, was Freaks oder Nerds wissen wollen, sondern was uns alle angeht. Ganz simpel, mit welcher strategischen Absicht kauft Google welche Firmen auf? Warum haben Google und Facebook europäische Banklizenzen erhalten und was haben sie damit vor? Wie werden Echtzeit-Arbeitskräfte-Auktionsplattformen wie etwa Odesk, was vielleicht der eine oder andere kennt, den Arbeitsmarkt der Zukunft aufrollen? Das sind keine Fragen für Computerfreaks. Es gab in der Zeit, die ich jetzt geguckt habe, einen einzigen kritischen Beitrag zur Sharing Economy. Mir scheint es da ein wenig an Recherchestrategie in den Magazinen zu fehlen. Leider ist besonders bei Frontal 21 der Online-Auftritt stark gekappt worden. Das, was man früher nachschauen konnte, Chronologien, Dossiers, Dokumente, Beweisstücke, sucht man dort mittlerweile vergebens. Manchmal sieht man bemerkenswerte journalistische Coups, wie etwa das Interview mit dem Kemptener Islamisten Erhan A. in Monitor. Leider lag an dem Tag auch schon das SZ-Magazin auf dem Tisch neben dem Fernseher, in dem dasselbe Interview stand. Ob der neue Rechercheverbund, es arbeiten ja stärker Fernsehredaktionen mit Printmedien zusammen, tatsächlich auch den Magazinen nutzt, möchte ich in Frage stellen. Ich glaube, den Nachrichten eher als den Magazinen. Oft fehlt auch einfach die Kraft zu ganz, ganz starken Stücken. Ich nenne ein Beispiel von Fakt. Die hatten ein Riesending vor kurzem am Wickel. Die Firma Unister ist eine große Holding, der gehören alle Portale wie Hotelreservierung.de, Flüge.de, ab in den Urlaub.de, kurz mal weg.de und so weiter. Soll Betrug in großem Stile verübt haben. 18 Fluggesellschaften sollen geprellt worden sein. Offenbar hat die Redaktion Akten aus einer staatsanwaltschaftlichen Ermittlung. Was macht sie daraus? Sie referiert die Verdachtsmomente mit viel soll und könnte. Dann laufen sie in einem sogenannten Überfallinterview dem Geschäftsführer hinterher, der erwartungsgemäß nichts sagt. Und dann wird kein Beweis präsentiert. Nicht mal ein einziger O-Ton einer der geschädigten Firmen. Was hätte das werden können, wenn man sich da Zeit gelassen hätte? Wenn man weiter recherchiert hätte? Uns nicht abgespeist hätte mit Halbgarem. Hier scheint es mir, es fehlt an Kraft und Strategie. Den Beiträgen fehlt einfach der Wumms. Worüber ich noch nachdenke, sind die Punkte Skandale und das Verhältnis zur Berliner
Politik, das kommt jetzt in Punkt 5 und 6. Skandale und Skandalisierung. Die Idee der Magazine ist es ja, Missstände aufzudecken, das ist richtig. Viele sagen auch, sie sind Skandalen auf der Spur, auch das ist richtig. Die Frage ist nur, was ist wirklich ein Skandal und was nicht? In Recklinghausen sollen Hausbesitzer an Kosten für eine Straße beteiligt werden, berichtet Report München. Skandalös? Wer weiß. Frontal 21 klärt darüber auf, dass der Mindestlohn real zu Lohneinbußen führe, denn Arbeitgeber wollen im Gegenzug Weihnachts- und Urlaubsgelder kürzen. Sie rechnen dann auf, wie viel ausfällt durch den Wegfall der Weihnachts- und Urlaubsgelder. In der Rechnung nicht vor, kommt der Lohnzuwachs durch den Mindestlohn. Es wird gezeigt, dass Herr Dobrindt besonders in Bayern Straßen bauen lässt. Ach, wer hätte das gedacht? Ich habe den Eindruck, dass immer noch sehr viel skandalisiert wird, wo man eigentlich gelassen Strukturelles aufzeigen müsste. Es gibt Ärzte, die sind Betrüger, ja. Aber sind das die Schwachstellen unseres Gesundheitswesens? Natürlich kann man mit der Vorsorgevollmacht Missbrauch treiben. Aber ist das wirklich ein Skandal? Ich glaube auch, dass vom Skandal zu viel erwartet wird für die Bildung politischen Bewusstseins. Oft gibt es ja bei Erregung so eine Triade: Fehlverhalten, Skandal, Aufregung und dann wieder Versöhnung mit dem bisherigen. Ich glaube, wir müssen nachdenken über die Skandalisierung im Einzelpunkt und es berichten über Strukturen, die problematisch sind. Der häufigste Vorwurf im Text von Beiträgen lautet, da werde jemand allein gelassen. Immer wieder gibt es Appelle, Betroffene nicht zu ignorieren, sie zu schützen, zu handeln. Oft sagen die Moderatoren auch, jetzt sei der Gesetzgeber gefordert. Immer wieder wird nach dem Staat gerufen. Es kann der Eindruck entstehen, als gäbe es sozusagen eine Art Konsensorientierung in den Magazinen, die lautet beschützender Etatismus. Ob Rentner ihre Anlagen verspekulieren oder Lehrer Unterrichtsmangel beklagen, ein Hinweis auf Eigenverantwortung erfolgt jedenfalls nie. Also Anmerkung Punkt 5, nachdenken, was ist wirklich ein Skandal, was taugt zur Skandalisierung, was nicht. Manchmal fällt an den Kooperationen auch an, dass die Tonart unterschiedlich ist. Es gab eine Kooperation mit dem Tagesspiegel über die sogenannte Afghanistan-Connection, die nun skandalöserweise die Bundeswehr beherrsche. Wenn man das im Fernsehen gesehen hat, war es ein Wahnsinnsskandal. Wenn man es im Tagesspiegel dasselbe gelesen hat, gab es ein paar sachliche Hinweise darauf, dass doch auch in der Führung der Bundeswehr Pluralität gewahrt werden solle und nicht nur eine Erfahrung, nämlich die Afghanistan-Erfahrung, für die Führung wichtig sei. Punkt 6, Gesellschaftspolitik und Berliner Politik. Ich glaube, die Grundidee der Magazine ist ja, dass sie so zwischen Tagesaktualität und großem Feature angesiedelt sind. Mit Recht beanspruchen die Magazine, Hintergründe auszuleuchten, gesellschaftliche Trends zu erspüren, sich mehr der Gesellschaftspolitik zu widmen als etwa der Tages- und Machtpolitik. Das ist alles richtig und wird auch gelöst. Dennoch scheint es mir ein kleines Problem zu geben. Ich glaube, das Problem tritt hauptsächlich auf, weil die Politiker in ihrer ganzen Aktion, in ihrem Interviewverhalten sehr viel professioneller geworden sind als früher. Sie bewegen sich gewissermaßen in einem professionellen Cancan und statt sich nun diesen detailkundigen, recherchegeübten Reportern auszusetzen, suchen sie lieber, Herr Legrand hat darauf schon hingewiesen, andere Bühnen zur Selbstdarstellung. Früher gab es in Monitor eben das legendäre Kreuzfeuer. Jetzt ist es oft so, der Politiker kommt vor in den Berichten als eine Art Einsatz-Stichwortgeber. Dann sagt ein Ministerpräsident einen Satz zur Braunkohle und daran wird ein ganzer Beitrag aufgehängt. Oder einen Satz, der widerlegt wird. Es gibt wenig Diskursives von den Magazinen zu den verantwortlichen Politikern, was natürlich auch daran liegt, dass diese versuchen, sich zu entziehen. Ich glaube aber, auf diesen Entzug
Entzugsversuch der Politiker gegenüber den Magazinen, haben die Magazine noch nicht die richtige Antwort gefunden. Sie bieten zu selten von sich aus Diskurse an. Das führt meines Erachtens zu folgender Problematik, über die ich nur bitte nachzudenken. Ich habe den Eindruck, dass wir ein bisschen eine Aufspaltung der Berichterstattung haben. Hier sind die Hintergründe, die gesellschaftspolitischen Trends, wenig vermittelt in die Tagespolitik. Und dort ist sozusagen der Macht- und Parteienkampf. Für das eine sind die Magazine zuständig und für das andere sind dann die Hauptstadtstudios und so weiter, Bericht aus Berlin und Ähnliches zuständig, die aber wenig rückgekoppelt werden an die zugrunde liegenden gesellschaftspolitischen Trends. Ich mache es jetzt kürzer. Punkt 7, die Moderation und die Gesichter der Magazine. Das ist natürlich auch schwierig, weil es gab ja so riesige Namen, Joachim Fest, Klaus-Hinrich Castorf haben wir schon gesagt, Bettnarz haben wir erwähnt oder Peter Merseburger, der unter uns weilt. Das waren natürlich unfassbare Haudegen des politischen Journalismus, die den Sendungen ein Gesicht gaben. Das waren zum Teil auch Leitartikler in den Sendungen. Es waren ungeheure Meinungsträger, wortgewaltige Moderatoren. Wenn man heute was nachliest zum Teil, ich habe die Moderationen von Herrn Merseburger über Napalm nachgelesen oder über Amnesty International, das sind alles sprachgewaltige Werke. Dahin kann man nicht zurückgehen. Wir wollen auch nicht sozusagen einfach Leitartikeln lauschen. Aber heute habe ich den Eindruck, dass die Moderatoren vor allen Dingen hochprofessionelle, fehlerfreie, sichere Ansager sind, die sozusagen in kurzmöglicher Zeit, oft sind das 35 Sekunden, 45 Sekunden, den nächsten Bericht ankündigen. Ironie, es gibt das Wort unter Fernsehmachern, die verstehe sowieso keiner, ist weitgehend verbannt aus den Moderationen. Manchmal gibt es Nachsätze zu Beiträgen, die meist moralische Empörung bekräftigen. Claudia Schick von Report München sagt dann, den Kloß, den Sie jetzt im Hals haben, den haben wir auch. Nun ja, Wortspiele, ganz selten. Natürlich sollen die Moderatoren eine Art Ruhepol der Sendung sein, von ihnen soll Orientierung ausgehen. Aber das ist heute kaum noch der Fall. Das liegt vielleicht auch an der Länge der Sendung. Bei den halbstündigen Sendungen summieren sie sich diese Moderation in der Regel auf etwa 3 Minuten. Mit Übergabe an die Tagesthemen sind es dann manchmal 3:30. Das ist sehr, sehr wenig. Punkt 8 zur Machart. Ich habe den Eindruck, dass die halbstündigen Sendungen verführen zu einer gewissen Eintönigkeit in der Machart. Die Beiträge sind zwischen 5 und 7 Minuten lang und es gibt immer den steten Wechsel Moderation, Beitrag, Moderation, Beitrag. Man merkt, dass schon bei Frontal 21, das ist ein Viertelstündchen länger, schon verfügt man über mehr Variationsmöglichkeiten. Da kann es mal einen kurzen Einsprengsel geben, einen nachgehakt, eine Zahl der Woche. Es gibt Tempowechsel, Rubriken, Beiträge von deutlich unterschiedlicher Länge und wenigstens ab und zu mal eine Überraschung. Ich finde, dass die Magazine zurzeit sehr, sehr überraschungsfrei geworden sind. Die jetzigen Sendeplätze sind etabliert. Ich glaube, dass dennoch so ein Viertelstündchen mehr auch den ARD-Magazinen größere Kraft und Gestaltungsmöglichkeit geben könnte. Ich sagte schon, Frontal 21 fällt zu oft aus. RTL behandelt Spiegel TV sehr stiefmütterlich. Vor Frontal 21 strahlt das ZDF gerne Buntes zu den Royals aus. Die Zahlen geben den Machern scheinbar recht, denn wenn vorne ein quotenstarkes Programm ist, ist natürlich auch das Magazin quotenstark. Wenn man dann aber auf die Binnenentwicklung guckt im Magazin, ist natürlich nicht mehr so rosig. Also Report feiert sich als das mit Abstand stärkste Magazin, was auch stimmt, wenn die so 3,5 Millionen Zuschauer haben. Wenn man es sich aber anguckt, steigen die ein mit einem Marktanteil von 18% und schaffen das dann innerhalb von einer halben Stunde steil nach unten auf 8% zu kommen. Das schafft dann im Schnitt immer noch etwas über 10%. Aber das ist kein Zeichen für gelungene politische Aufklärung, sondern für einen rapiden Rückgang im Laufe des Magazins. Darum muss man, glaube ich, doch über die
Sendeplätze mit den Programmstrategen noch mal reden, darüber, ob nicht die halbstündige Form auch dazu beiträgt, den Magazinen Wucht und Wumms zu nehmen. Das war der Punkt 9 schon, Sendeplätze. 8 Machart, 9 Sendeplätze. Ich nähere mich also dem Ende. Ich weiß, für den letzten Punkt können die hier verantwortlichen Versammelten nichts. Ich weiß, dass sie dafür nicht verantwortlich sind. Vielleicht ist es aber so, dass der ein oder andere Punkt meiner Erwägung, meines Nachdenkens, wie gesagt, alles ist noch nicht gemessen, ausgemessen, gewichtet oder sonst was, sondern erst mein offenes Nachdenken, als nachvollziehbar verstanden werden. Vielleicht werden sie auch zurückgewiesen. Ich bin gespannt. Ich wünsche eine rege Diskussion. Vielen Dank.